Was für ein schöner Tag hier in unserer Sternwarte. Es gibt nichts Besseres, als hier rumzuhängen und unseren Stern, die Sonne, zu beobachten, während andere Menschen im Büro sitzen und arbeiten. Doch obwohl hier alles so friedlich und harmonisch wirkt, die Sonne am Himmel scheint und nichts diesen schönen Tag aus dem Gleichgewicht bringen könnte, drohen einige Gefahren für die Erde in der Zukunft und wir müssen uns darüber Gedanken machen, was sein wird, wenn wir nicht mehr auf diesem schönen Planeten leben können. Spätestens in 5 Milliarden Jahren wird unsere Sonne sich zu einem sogenannten roten Riesen aufgebläht haben und wird dann die komplette Erde schmelzen. Das heißt, nie mehr Pizza, nie mehr Netflix, nie mehr Fortnite. Und auch vorher könnte unsere Erde schon kaputt gehen, zum Beispiel durch starke Sonnenstürme, die das Magnetfeld der Erde zerstören. Oder eine entfernte Supernova, also ein explodierender Stern, dessen Gammastrahlung die Erde zerstört. Oder auch Gründe auf der Erde selber, wie zum Beispiel der Klimawandel, könnten das Leben auf Dauer unmöglich machen. Wir müssen uns also darüber Gedanken machen, wie wir perspektivisch hier wegkommen. Glücklicherweise ist das Universum und auch alleine unsere Heimatgalaxis, die Milchstraße, voll mit fremden Sternensystemen. Jeder Punkt, den ihr am Himmel nachts sehen könnt, jeder Stern, ist ein fremdes Sternsystem und die meisten davon haben Planeten. Wir müssen also nur eines finden, in dem es einen erdähnlichen Planeten gibt. Praktischerweise ist der allernächste Stern an uns dran, also das nächste Sonnensystem namens Alpha Centauri, ein Kandidat für einen Planeten, auf dem wir vielleicht leben können. Doch wie kommen wir dahin? Denn obwohl Alpha Centauri das nächste Sternsystem an uns dran ist, ist es immer noch verdammt weit weg. In der Realität scheint es noch nicht möglich, dorthin zu fliegen, aber anders sieht es aus in der Welt der Animation. Denn dort ist alles möglich. Unser Sonnensystem. 8 Planeten, ein Stern und jede Menge Platz. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Grenze des Sonnensystems fast 1,6 Lichtjahre von der Erde entfernt liegt. Man nennt diese Begrenzung des Sonnensystems die Oortsche Wolke, eine riesige Sphäre aus Steinchen, Staub und Eis. Hinter der Oortschen Wolke endet die Schwerkraft der Sonne. Wenn wir nach Alpha Centauri wollen, müssen wir also erstmal das Sonnensystem verlassen und die Oortsche Wolke passieren. Dahinter befinden wir uns im interstellaren Raum und haben jetzt knapp 4,2 Lichtjahre vor uns, bis wir Alpha Centauri erreichen. So weit, so gut. Durch moderne Teleskope wissen wir also, wie weit Alpha Centauri weg ist und dass es sich dabei um ein Mehrfachsternsystem handelt. Das heißt, in der Mitte befindet sich nicht nur ein Stern wie bei uns, sondern drei. Und die tragen den Namen Alpha Centauri A, Alpha Centauri B und nicht Alpha Centauri C, sondern Proxima Centauri. Und der interessiert uns, denn 2016 fand man heraus, dass sich um Proxima Centauri ein Planet dreht, Proxima Centauri B. Und der hat genau den richtigen Abstand zu seinem Stern, um vielleicht Wasser und Leben zu beherbergen. Und vielleicht Pizza. Doch mit welcher Technologie kann man 4,2 Lichtjahre überwinden? Also mit den alten Dingern hier jedenfalls nicht. Wow. Das ist Proxima Centauri B. Der Exoplanet ist 1,3 mal so groß wie die Erde und umkreist seinen Stern in der sogenannten habitablen Zone. Dem Bereich, in dem die Temperatur günstig für die Entstehung von Leben ist. Das klingt gut. Ebenfalls sehr weit entfernt von der Erde, aber immer noch super weit weg von Proxima Centauri, ist die Sonde Voyager 1. Sie ist die am weitesten von der Erde entfernte Raumsonde und durchquert gerade die unbekannten hinteren Bereiche des Sonnensystems. Voyager 1 rast mit 17 Kilometern pro Sekunde durch den Raum. Wow. Mit diesem Affenzahn müsste man doch relativ schnell bei Proxima Centauri sein, oder? Leider nein. 74.000 Jahre bräuchte Voyager, bis sie unseren nächsten Exoplaneten erreichen würde. 74.000 Jahre ist ein bisschen lang. Ich sehe es jedenfalls nicht ein, so lange zu warten. Wir müssen also vielleicht ein bisschen verrückter denken, um es nach Alpha Centauri zu schaffen. So wie der britische Wissenschaftler Stephen Hawking, der leider verstorben ist, aber vor seinem Tod noch das sogenannte Breakthrough Starshot Project unterstützt hat. Es geht darum, eine Miniatursonde auf ein Viertel der Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen, und zwar mit einem Megalaser, sodass sie dann in 20 Jahren bei Alpha Centauri wäre. Klingt gut, hat ein paar Nachteile. Zum Beispiel könnte diese Miniatursonde dann nicht mehr abbremsen und würde dann einfach weiter in den Raum fliegen. Außerdem ist der Megalaser noch nicht gebaut und er würde 10 Milliarden Dollar kosten.
ich könnte diesen Euro beisteuern. Um wirklich Menschen in das nächste Sonnensystem zu kriegen, sollten wir also vielleicht an sogenannte Generationenschiffe denken. Generationenschiffe sind nicht darauf angelegt, ihre Passagiere ans Ziel zu bringen, sondern deren Ur-Ur-Ur-Urenkel. Ein solches Schiff müsste alles bieten, was man auch auf der Erde braucht. Eine funktionierende Nahrungsversorgung, Wasser und vor allem genügend Platz. Immerhin müsste ein solches Schiff für Ewigkeiten unterwegs sein können. Ganze Generationen werden auf dem Schiff geboren und sterben dort, nur damit ihre Nachfahren irgendwann bei Proxima Centauri B ankommen. Wenn dann die Nachkommen der Urbesatzung nach Jahrtausenden ihr Ziel erreichen, werden sie eine fremde und neue Welt betreten. Wer weiß, ob sie dort überleben können. Um Alpha Centauri zu erreichen, sind also tatsächlich Generationenschiffe unsere beste Chance. Das heißt, dass ihr und ich niemals Alpha Centauri erreichen werden, nur unsere Nachkommen. Das kann einen schon ziemlich traurig machen. Aber die Menschheit wäre nicht die Menschheit, wenn sie nicht noch ein paar verrückte Ideen in der Hinterhand hätte, zum Beispiel den sogenannten Warp-Antrieb. Ein Warp-Antrieb funktioniert so ähnlich wie ein Wurmloch. Das Raumschiff verwendet Energie, um den Raum zu krümmen. So kann der Platz zwischen zwei Sternensystemen einfach weggefaltet werden und man wäre im Handumdrehen in Alpha Centauri. Das klingt allerdings einfacher als gesagt, denn man bräuchte für eine Raumkrümmung immense Energie. Mit den bisher bekannten Energiemethoden der Erde ist dies nicht zu machen. Okay, es gibt also noch nicht genügend Energie für einen solchen Warp-Antrieb. Auch ein Generationenschiff ist noch nicht in Sichtweite. Und leider hat auch noch niemand einen Superlaser gebaut, mit dem man Miniatursonden losschicken kann. Wir sollten aber trotzdem optimistisch bleiben bezüglich unserer Reisepläne nach Alpha Centauri. Denn wir Menschen sind natürliche Entdecker und Pioniere und das hat uns schon immer nach vorne gebracht. Die Menschen dachten, die Erde sei eine Scheibe, bis der alte Grieche Eratosthenes durch die Berechnung des Einfallswinkels des Sonnenlichts herausgefunden hat, sie sei eine Kugel. Die Menschen dachten, man kann nicht fliegen, bis die Gebrüder Wright einfach das erste Flugzeug gebaut haben und es gemacht haben. Und heute glauben viele Menschen, man wird nie auf anderen Planeten leben können. Ich würde sagen, wir zeigen ihnen, dass sie falsch liegen, bauen auf den Entdeckerdrang der Menschheit, bis wir irgendwann sagen können, auf nach Alpha Centauri.